Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 2019. Ja, ihr seht schon, dieses Feld ist gemäht. Ich habe gerade die Mähdresche zurückgebracht und wir laden jetzt noch die letzte Ladung aus. Und dann geben wir mal das ganze Zeug ab. Das ist jetzt das komplette Feld für die Getreide. Also am meisten kriegen wir in Felsbrunn. In der Getreidemühle bedeutet, wir müssen das mit dem LKW, mit dem Zug wegschicken. Und deswegen sind hier jetzt auch nur 14.000 Liter drin, denn der Rest ist schon hier drin gelagert. Und der Zug, habe ich schon aufgehalten, damit wir den, auf den nicht warten müssen. Weil er fährt hier über Felsbrunnen und dann kann es immer eine Zeit dauern. So, jetzt wechseln wir mal schnell durch, zack. Und machen, wie war das, R, Gerste, 44.000 Liter. Schon wieder sich beschwert. Ich will weiterfahren. Wir tanken halt gerade. So, jetzt muss das Ganze mal rein. 44.000 Liter ist natürlich auch schon was, ne? Wie voll wird denn der da? Circa 40%? 45%? Ne, weniger? Weniger? Was, echt? Oha. Alter, jetzt chill doch mal. Ich fahr ja schon los. Und wir gehen auf die 3. Ab geht's mit dem Zug. Wie schaut denn der hier drin aus? Ui, schick. Guck mal, ganz viele Knöpfe. Ich mag Knöpfe, die kann man so schön drücken. Aber sonst ein bisschen rostig, ne? Der gehört mal putzt. Und frisch lackiert. Eieiei, okay. What the fuck, wie viele scheiß Schilder, wie viele Zeichen waren das? 5? Da ist das Feld, da ist der Verkaufsladen. Da, ja, da, schaut euch die an. Zweimal hintereinander. Jusla. Ding, 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 ding. So, Revel. Da blinkt's schon wieder. Bahnhof. Wenn man nach Felsbrunn reisen will, geht's hier. Und jetzt gleich müssten wir eine Anfrage kriegen. Da unten hüpft auch die Zeit noch rum. 7.54 Uhr. Ob sich die Zeit nur ändert und das Datum nicht? Ich weiß es ja nicht. Wäre interessant zu wissen, ob sich hier drin sozusagen das Datum ändert. Und derzeit haben wir die Anfrage. Und jetzt sind wir mal gespannt. Und wie kriegen wir 30.000 nur? Aber es sind auch nur 55%, die wir von dem sozusagen bekommen haben, soweit ich das verstanden habe. Und deswegen werden wir heute was durchführen. Wir bringen den Hänger mal nach oben in unser Lager. Und dann holen wir uns die ganzen Geräte, die wir brauchen. Ich hätte gern einen Schwader und eine Zeta. Den Zeta bringen wir hoch ins Lager. Den Schwader bringen wir gleich hier runter, weil den benötigen wir ja eh noch hier. Und dann hätte ich gerne, bevor wir überhaupt was machen, wir brauchen auch noch einen Pflug und wir brauchen alles Mögliche. Wir brauchen... Oh, fuck. Zu eng genommen, das ganze Ding. Hallo? So ein bisschen flacher nehmen, so. Perfekt. So. Warte mal kurz. Oh. Entschuldigung. Boah, das hat durchgezogen. Mal die 127 für die Lohnzahlung. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Stroh hier. Und wenn es gut läuft, können wir das eigentlich in die Stroh in Dingen gleich umwandeln. Danach würde ich hier gerne Rüben, ne, Zuckerrüben machen. Aber ich habe ehrlich gesagt null Plan, wo ich Karotten kriege. Zuckerrüben check ich noch, aber Karotten? Also ich habe jetzt mal durchgeschaut. Es gibt auch kein Saatgerät, was Karotten macht. Ich stelle mal hier den Hänger hin. Und dann... Rückwärtsgang. So. Und dann fahren wir jetzt mal shoppen. Ah ja, ich habe unsere Teile wieder aufgestellt. War ein bisschen Aufwand, aber es hat funktioniert. So, ab runter in die City. Country Road, take me home. Es wackelt so schön alles. Hui. Dafür bräuchte ich echt. Ich habe mir echt teilweise überlegt, dieses Lenkrad zu holen vom Farming Simulator, was sie mit Zaytech oder sowas produziert haben. Mit den ganzen Knüppeln und alles habe ich mir schon öfters überlegt, dass ich es mir mal hole. Allein für bestimmte Sachen wäre es bestimmt geil gewesen.
Aber ja. Auf Wiedersehen. So, okay, dann parken wir mal. So. Ab in Le Shop. Und dann brauchen wir, also wir brauchen mal unbedingt einen Schwader. Nehmen wir den ganz großen, der hat eine, was haben wir denn alles? 20.000 Mod Juros. Okay, ja, interessant. Das ist Alpine Farming Pack. Das schaut so nach einem sehr, sehr kleinen aus. Ich will was Größeres. Was ist das denn? Ein Schwader benutzt um Gras. Heu. Ist das für vorne? Okay. Jo. Auch sowas Kleines. Wir könnten uns das ja leisten. Aber komm, wir nehmen das 30.000. Das ist. Wir müssen so viel kaufen jetzt erstmal. Also brauchen wir erstmal das hier. So. Dann. Zurück. Einen Wender. Dann nehmen wir. Das ist Alpine Pack. Schau mal, wie breit ist der? Der ist 8,9 breit. Der ist 8,7 breit. Ist aber 3000 mal billiger, aber wir nehmen den hier. Details kaufen. Weil schon die paar Zentimeter machen jetzt auch keinen Unterschied. Dann brauchen wir einen Pflug. Dann nehmen wir den hier und dann fährt halt der Trecker länger. Und natürlich. Das ist der Alpine Farming. What the fuck? Was ist das denn für? Den habe ich gleich noch nie in meinem Leben verwendet. Wir nehmen jetzt den hier. Das ist so oft, wenn wir hoffentlich nicht pflügen müssen. Zurück, zurück. Und dann hätte ich gerne noch einen Grubber. Da kann man bestimmte Sachen schon grubbern, aber das brauche ich nicht. Brauche ich nur so eine Universalgrubbe, mit dem ich grubbern kann. Der ist 6 Meter breit, der ist 3 Meter breit. Den kaufen wir. So. Zurück. Was ich dann auch noch gesehen habe, das gibt es hier unter Diverses. Gibt es wieder ganz, ganz viele Sachen hier. Schau dir mal das. Das hier. 17.000 der Scout. Bodenprobenentnahmen. Den kaufen wir auch. Und jetzt nicht gleich haben, weil das Ding 17.000 kostet, aber wir werden Bodenproben wahrscheinlich öfter nehmen, denke ich mir. Und ich glaube, es ist gar nicht doof, den zu haben, weil ich das jetzt vor allem mit euch jetzt auch testen will. Herausfinden, was dieses DLC drauf hat. Und was es uns am Ende bringt. So, jetzt haben wir hier 3.000 Stacheln stehen. Oder wir fahren mit dem Schwader und dem Bodenprobegerät direkt mal zum Feld. Motor an. So, wo sind da die Front eigentlich? Wahrscheinlich kann ich das hier so anhängen, oder? Ich hoffe, das funktioniert. Das wäre toll. Ja, und aufgenommen. Jetzt nehmen wir noch den Schwader mit. Wie gesagt, ich werde das Heu auf jeden Fall mal aufpacken oder aufladen und dann irgendwo absetzen, das Stroh. Um zu gucken, was wir damit machen können. Wir schießen jetzt aber auch hier direkt über die Felder drüber. Um ein bisschen schneller zu sein. Und dann schauen wir uns mal an, erstens in welcher Größenformat, wie das funktioniert, wie oft du das rein theoretisch machen musst pro Punkt. Musst du wirklich jeden Meter Bodenprobe nehmen? Oder wird dann diese Bodenprobe sozusagen auf eine bestimmte Entfernung als Referenz genommen und du kannst halt mehr machen und es wird genauer. Es gibt ja auch eine Hütte, die wir platzieren können, die dann die Genauigkeit und die Effizienz vom Helfer erhöht. Also sehr, sehr interessant alles. Aber wie gesagt, als erstes interessiert uns jetzt mal, was kann Bodenprobe allgemein? Denn wir können ja bis zu 112 die Effizienz hochsteigern mit Kalk und Dünger. Bedeutet, es wäre nicht irgendwann auch schlau, vielleicht Kühe zu haben, um halt diesen Dünger zu produzieren. Weil ich glaube, Schafe machen keinen Dünger. Abkoppeln. Und jetzt gehen wir mal hier auf F1. Bin ich gespannt. Bodenprobe entnehmen. Aufklappen. Ah, schau, jetzt siehst du hier unten, was für einen Radius du abdeckst.
Kann ich das mit dem Helfer rein theoretisch auch machen? Bodenprobe nehmen. Also es hat schon einen bestimmten Radius, aber du musst auch ordentlich viel nehmen. Bodenprobe zur Analysierung senden. Also dauert es auch eine Zeit, bis... Das kostet 100 pro Bodenprobe. Ah, und dann siehst du sozusagen auf der Karte, wo du Bodenproben schon übergenommen hast. Und dann kann ich jetzt hier nochmal B machen. Dann wieder Z. Jupp. Und somit kann ich sozusagen den Boden dann analysieren. Wie war das B? Und dann mit Z kann ich das wieder abschicken. Okay. Und ich find's cool, dass du das auch angezeigt kriegst auf der Karte. Das macht es ein bisschen entspannter, Bodenproben zu nehmen. B. Ich finde das Gerät, ehrlich gesagt, cool. Also es ist echt ein feines, kleines Gerät. Und die Idee dahinter finde ich auch nicht schlecht, dass du sozusagen halt wirklich immer wieder Bodenproben nehmen musst oder zwischendurch immer wieder... Was ich schade finde, dass du es wahrscheinlich nicht per Ding gemacht hast, also per Helfer. Per Helfer wäre es natürlich noch geiler gewesen. Z, Enter. Jetzt laufe ich sozusagen hier hin. Ich will jetzt zwei Reihen mal mit euch durchmachen und schauen wir uns mal das Ganze an, was wir da rauskriegen bei unserem sozusagen Informationsterminal. Aber ich sehe schon was auf der Karte, also es zeigt mir auf jeden Fall Infos bereits an. Aber du musst natürlich auch sehr oft Bodenproben nehmen. Das ist natürlich eine Negativsache. Du musst viel Arbeit investieren, allein für ein Feld. Frage ist, ist die dann einmal oder wird es dann sozusagen als dauerhaften Bonus gelten? Das wären auch so Sachen, die interessant wären. Weil wenn es ein dauerhafter Bonus ist, dann lohnt sich das sozusagen einmal. Aber wenn du jetzt sagst, du musst es jedes Mal immer wieder neu machen, ist es natürlich beschissen. Aber ich sehe da was Grünes auf jeden Fall durch. Bedeutet, wir haben da einen bestimmten Bodentyp. Auf jeden Fall extra noch. So, warte mal, ich will mich jetzt zack. Werde ich auf jeden Fall jetzt einmal machen, auch wenn ich Zeit habe, weil es ist natürlich viel Aufwand und ich glaube, als Aufnahme wäre das jetzt nicht so das Spannendste. So, okay, jetzt stellen wir uns mal an die Seite mit dem Teil. Und dann schauen wir mal unsere Ergebnisse an, die uns das Labor zugesendet hat. Wir klappen das Teil wieder zu. Wir gehen das X. Weil ich werde als nächstes auf jeden Fall erstmal schwadern und alles. Bedeutet, das Bodenprobenteil werde ich fürs Erste hier nur auf die Seite stellen bei unserem Nachbarn. So, ich hänge mal alles hier gleich an, weil ich werde heute noch hier schwadern und das ganze Stroh hochbringen. Und mal testen, ob ich vielleicht das Stroh auch so verarbeiten kann und halt nochmal rausfinden, ob ich irgendwie Karotten kriege. Weil sonst würde ich Karotten anbauen mit euch. So, jetzt gehen wir mal in das GPS-Teil hier. So, wir haben hier Informationen. Das ist Stickstoff. Oh, und wenn es schwarz ist, musst du es... Oh, das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Du musst es dann mehrmals machen. Oh. Aber du siehst, hier sind eigentlich, wenn wir das ausschalten, genau, hier sind die 0. Und wir kommen, glaube ich, nicht mal hin. Wir haben maximal 40 Kilogramm pro Hektar. Ich glaube, das ist nicht gut. Ertrag, das sehen wir lustigerweise überall, aber hier sind wir bei 55%. Wie viel sind wir denn da? 65%, also auch nicht gut. Bodentyp. So, wir haben sandigen Lehm und Lehm. Was das genau ist, absolut noch kein Plan. Aktuell keine Bodenprobe. Okay, pH-Wert. Also wäre dann höher besser wahrscheinlich, oder? Stickstoff, also sind das die einzigen beiden Sachen, die wirklich interessant sind. Der Stickstoffbereich und der pH-Bereich. Obwohl wir uns hier eh bei 75 und 60 befinden. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht, oder? pH-Wert. Und müssen wir auf die 7 rauf. Ich glaube immer so grün ist gut und rot ist schlecht.
Wäre so meine typische Hilfe. Warte mal, guck mal. Hier pH-Wert. Oh Gott, du hast den auch noch bei verschiedenen Sachen unterschiedlich. What? Ist das unangenehm? Bedeutet. Wir sind bei sandiger Leben 6,5 und bei Leben 6,75. Okay. Stickstoffgehalt. Das ist dann Düngen wahrscheinlich und so Zeugs. Neben der pH-Wert Stickstoff, der dieser zeigt aktuell Stickstoffgehalt in dem Boden an. Ein idealer Stickstoffgehalt hängt von der Fruchtsorte und dem Bodentyp ab. Wenn du über das Feld läufst und einen Blick auf die Feldinfo-Anzeige wirfst, siehst du den aktuellen Stickstoffgehalt sowie den Zielbereich für den jeweiligen Punkt, auf dem du stehst. Mhm. Der Stickstoffgehalt wird durch Düngermittel gesteigert. Güllemist steigern den Stickstoff um einen festen Wert, abhängig vom Bodentyp. Wir empfehlen den Düngevorgang vor der Bestellung des Feldes und der Saat durchzuführen. Mineral- und Flüssigdünger passen sich dem Stickstoffgehalt automatisch an. Die Anforderungen der jeweiligen Fruchtsorte an, sofern sie bereits gepflanzt wurde. Dies sollte während der ersten Wachstumsphase getan. Also Flüssigdünger und Mineraldünger passen sich an. Gülle und Mist haben einen bestimmten Anstieg zu füllen. Es ist jederzeit möglich, die Ausbringungsrate manuell zu regeln. Ich kann meine Düngermenge jetzt regeln. What the fuck? Wirtschaftsanalyse. Ah, da sehe ich sozusagen, wie viel es mich einbringt. Was, der kann die Dynamik alles. Genau, das sind diese neuen, diese RT-Stations da. Es gibt zwei neue Gebäudetypen im Shop. Über die RT-Erkenner auf dem Dach verfügen. Die Antennen ermöglichen es, ein besseres GPS-Signal für den Helfer. Sofern ein Gebäude auf der Map platziert wurde, steigern dies die Präzision des Helfers, der nun bis zu 11% schneller arbeitet. Also schon eine interessante Sache. Und ich muss, soweit ich es noch verstehe, nur ein Gebäude platzieren. Und ich glaube, das machen wir jetzt eiskalt noch. Außer es ist zu teuer. Dann natürlich nicht. Aber die Frage ist, fällt es unter diverse? Da. Ich würde mal die kleine nehmen. 17.000. Ja, die stellen wir mal. Wo können wir den aufstellen? Ich würde die ja ganz ehrlich. Wir haben jetzt da nicht so viel schön Platz hier. Das ist einfach hier jetzt die Hütte. So ganz versteckt, so heimlich im hinteren Eck beim Bahnhof. So, und jetzt sollten wir ein verstärktes Netz haben. So, und was? Genau hier, pH-Wert schlecht. Oh, muss gepflügt werden. Hier ist der pH-Wert auch schlecht, aber nicht so wie da. Alter. What the fuck? Also muss der pH-Wert höher insgesamt. Muss ich über die 6, weil ich denke mal, ich bin jetzt nicht bei 4. Oder sowas. Ah, da sagt er mir rot. Oh, oh, oh. Also werde ich mal auf jeden Fall Kalk drüber streuen müssen noch. Ich werde mal schauen, wie viel ich aufnehme ob ich wieder zu euch komme, wenn wir sehen. Ich werde auf jeden Fall das Feld hier vorbereiten, das Stroh in Sicherheit bringen bei uns oben zur Verwertung. Und ich werde mich dann auf jeden Fall wieder melden nach Weihnachten, weil ich bin jetzt ja, wie gesagt, eine Zeit unterwegs. Oder schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Ich nehme das ja 2 Wochen jetzt im Voraus aus und alles und ja. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.